Hallo Manni, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen als neuer Teufelsbandenkapitän. Manni, du bist seit Montag neuer Teufelsbandenkapitän. Wie bist du dazu gekommen? Also ich bin dazu gekommen, der Roger Lutz, unser Teammanager, hat mich gefragt, ob ich das halt machen möchte, da ich noch selbst jung bin, und der hat gemeint halt, dass dann der Kontakt also dass der Altersunterschied zwischen uns halt nicht so groß ist, also schon ein bisschen groß, aber dass ich halt besseren Kontakt zu euch habe und es halt besser passen würde. Und deshalb hat er mich halt gefragt und ich habe das halt angenommen, weil ich halt Kinder mag und halt gerne Zeit mit euch verbringen und es gerne machen würde. Was bedeutet es dir, ein Teufelsbandenkapitän zu sein? Also in erster Hinsicht bedeutet das halt ein Vorbild für euch zu sein halt, um halt zu zeigen halt, wie man halt im Leben ist halt. Und ich möchte halt ein Vorbild für euch sein und euch zeigen halt, wie es ist halt, roter Teufel zu sein. Es ist uns eine Freude, dass du unser Kapitän bist. Kommen wir nun zum Interview. Wie alt bist du? Ich bin 19 Jahre alt. Wann hast du geboren? Ich wurde am 30.05.1995 geboren. Wo wurdest du geboren? Ich komme aus Afrika, Ghana, und wurde in Kumasi geboren. Wie groß bist du? Ich bin 1,71. Wie viel wiegst du? Ich wiege 69 Kilogramm. Welche Schuhgröße hast du? Ich habe Schuhgröße 41, ein Drittel. Hattest du als Kind einen Traumberuf? Wie bitte? Hattest du als Kind einen Traumberuf? Ja, ich wollte schon immer Fußballer werden. In welchem Jahr hast du angefangen, im Verein Fußball zu spielen? Das war 2008. Wie hieß der Verein? SV Darmstadt 98. Hattest du als Kind einen Lieblingsverein? Ja, den FC Barcelona und halt mein Heimatverein SV Darmstadt 98. Hattest du als Kind einen Lieblingsspieler? Als Kind nicht so, aber dann erst später habe ich halt Ronaldinho für mich als Lieblingsspieler. Hast du aktuell ein Vorbild? Nein, momentan nicht. Wer ist für dich der beste Fußballspieler der Welt? Lionel Messi. Seit wann spielst du für den FCK? Seit 2010 spiele ich im FCK. Welcher Trainer hat dich zum FCK geholt? Der Trainer hieß Udo Iselhardt. Udo Iselhardt, Auf welcher Position spielst du? Links außen oder rechts außen. Sind oder waren Sie einmal Nationalspieler? Wenn ja, für welche Nationalmannschaft? Also momentan bin ich kein Nationalspieler und habe auch noch nicht für die Nationalmannschaft gespielt. Wie viele Tore hast du als Profi geschossen? Noch keins. Wie viele für den FCK? Also noch kein Tor, aber in der Jugend habe ich Tore für den FCK gemacht. Welche schweren Verletzungen hattest du bisher? Ich habe mir schon zweimal die Finger gebrochen, den Zeh und halt Patellaspitzensyndrom. Also Knieprobleme halt. Nenne deinen kuriosesten Kontakt, den du bisher mit einem Fan hattest. Fällt mir da jetzt momentan keiner ein. So. Hab keinen gehabt. Wie gefällt es dir beim FCK und in Kaiserslautern? Also mir gefällt es hier gut. Ich habe Spaß. Ja, die Stadt ist halt klein, aber halt gemütlich und es ist halt familiär hier. Das ist halt gut. Hast du einen Lieblingsort oder Ort in Kaiserslautern? Ein Lieblingsort in Kaiserslautern habe ich nicht. Üben Sie neben Fußball auch andere Sportarten aus? Ja, ich spiele ab und zu mal Basketball, Tischtennis, ja, und Kickern tue ich gern, falls man das als Sportart nennt, aber ist eher nicht so, glaube ich. Was für Hobbys hast du? Meine Hobbys, ja, wie alle Jugendlichen spiele ich gern FIFA, also an der Konsole halt ein paar Spiele. Wie gesagt, Tischtennis, Basketball und ja, das war's. Was ist deine Lieblingsspeise? Meine Lieblingsspeise ist Spaghetti Carbonara. Hast du ein Haustier? Wenn ja, welches und wie heißt es? Nein, ich habe kein Haustier. Wie heißt dein Lieblingsfilm? Mein Lieblingsfilm, wie heißt denn der? Ich habe momentan eigentlich keinen, aber ne, mir fällt gerade keiner ein. Aber ich könnte sagen, Too Fast, Too Furious ist halt ein guter Film. Hast du einen Lieblingsschauspieler oder Schauspielerin? Mein Lieblingsschauspieler ist Eddie Murphy.
Schaust du lieber Filme und liest du oder liest du lieber Bücher? Ich schaue lieber gern Filme. Was ist dein Lieblingsbuch? Also ich lese nicht, deswegen habe ich kein Lieblingsbuch. Welche Musik hörst du gerne? Ich höre gern Hip-Hop, R&B und House. Wo fährst du am liebsten hin in Urlaub? Nach Ghana. Wie warst du in der Schule? Durchschnittlicher Schüler. Hattest du in der Schule ein Lieblingsfach? Ja, Sport. Hast du eine Familie? Ja, ich habe eine Familie. Bist du verheiratet? Nein, Wenn ja, wie lange? momentan nicht. Ich bin nicht verheiratet. Hast du Kinder? Wenn ja, wie viele? Ich habe keine Kinder. Wo warst du, als der FCK 1998 deutscher Meister geworden ist? 1998. Daheim in Darmstadt war ich. Nee, in Ghana war ich zu der Zeit, ja. 98, ja, in Ghana war ich zu der Zeit. Wie lautet heute dein Tipp für das Spiel? Ich tippe 1-0 FCK. Vervollständige den Satz. Wir gewinnen heute, weil. Wir die beste Mannschaft in der zweiten Liga sind. Vielen Dank und dir alles Gute. Danke sehr. Euch auch.